Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur, dem Momo DLC. Oder den Dance Club DLC, könnte man auch sagen. Weil es ist immer noch Fat Dance Party. Ja, dieses Pokémon hier vor uns ist an dieser Dance Party verantwortlich. Wir wollen das heute bekämpfen. Und ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt vor mir steht. Von dem, was es tut, würde ich jetzt rein technisch vermuten, dass es ein Unlicht- oder ein Geister-Pokémon ist. Auf jeden Fall machen wir dich jetzt fertig. Ja. Infamomo. Ich würde einfach tippen, du heißt Infamo. Infamomo, ja. On! Ich darf keinen Pokéball werfen, also es ist wieder eins von der Sorte, wo ich frei den Pokéball werfen darf. Und mir keine Sorgen machen muss. Let's go, Ogerpon! Du wirst dieses Dorf ein weiteres Mal retten. Boah, die Musik gerade ist richtig geil. Okay, du bist wahrscheinlich ein Gift-Pokémon. Warte, wenn du ein Gift-Pokémon bist... Ich kann ja eh einen Dreck auf deine HP geben. Weil du funktionierst auch mal wie Ogerpon und Terrapagos. Ich kann dich definitiv fangen. Um Gottes Willen, ich habe jetzt eine Vermutung. Das ist wahrscheinlich das Pokémon, das dafür verantwortlich ist, dass die drei Gefährten solche Arschgeigen waren. Weil es hatte gerade diese Ketten, die die anderen drei um den Hals hatten. Okay, du bist kein Gift. Aber ich bin vergiftet. Hab mal eben kurz Espinodon geheilt. Es war viel zu viel auf ihm drauf. Okay, dann mach ich's halt so. Großklingenstoß. Jetzt hör auf, mich zu vergiften. Wenn es mich verwirrt, dann werde ich verwirrt. Das ist ja richtig gemein. Okay, es bringt mir nichts, mich zu heilen. An der Stelle will ich eine Frage stellen. Warum hat es kein Interesse an Schwester Joy, das zu kontrollieren? Sie ist halt als Einzige nicht dabei. Aua. Ich nehme Lucario, weil das ist gegen das Gift auf jeden Fall immun.
und belebe jetzt erstmal Espinodon. Okay, es ist gegen das Giftimmun, aber ich habe gegen was anderes schlechte Karten. Ich muss Hinne machen. Ich knuddel dich. Alter, dieses Infamomo ist richtig heftig. Ich darf mich nie aufs Beleben konzentrieren. Das wäre mein Untergang. Oh, bitte triff dich nicht selbst, Gelekrok. Nein! Wenn das Pokémon einmal zum Spukball kommt, bin ich down. Verdammte Axt! Skillekrok, mach es weg! Rein in den Hyperball. Ich würde einen Ultraball werfen, aber ich habe keinen. Infamomo, das Knechtungs-Pokémon. In der wie ein Pfirsich geformten Schale speichert es Gift und stellt daraus giftige Mochi her, die es Menschen und Pokémon anbietet. Und offenbar damit auch kontrolliert. So ein mieses Ding, ne? Sind die jetzt alle wieder normal? Wie konnte der mich nur angreifen? Es konnte nichts mehr sagen. Also Cosima. Infamomo war schneller. Bitte sag jetzt auf Fun einfach Momo. Bitte. Ich hab dieses Verlangen. Bitte sag, dass ich einfach nur provoziert hab.
Also, was lernen wir daraus? Keine komischen Mochis essen. Kehre nach Paldea zurück. Och Mann, warte. Eine Sache müssen wir uns kurz angucken. Infamumu. Level 88 einfach. Die Attacken, die sind ja jetzt nicht so geil. Wenn Infamumu ein Ziel mit einer Attacke vergiftet, so wird dieses auch verwirrt. Ultra fies. Ich würde mal gern gucken, was es so an, generell an Attacken hatte. Abgangstirade. Giftkettung. Der Anwender umwickelt das Ziel mit einer Kette aus Toxinen, die in dessen Körper eindringen, um ihm Schaden zu fügen. Sie wird eventuell schwer vergiftet. Eventuell. Ich wurde durchgehend vergiftet. Aber Junge, hat das einen vielen Verteidigungswert. Das Ding ist ein richtiger Tank. Ja, ihr habt ja auch die ganze Zeit gedanced. Ey, jetzt mal im Ernst, was hat es mit dem Getanze auf sich? Wir kommen wieder. Ey, die Geburtsstunde der selbstverfilmenden Milas Opfer. Alter, das ist fies. Also ich muss schon sagen, ne? Dieses DLC war mega lustig. Ich bin hier jetzt an der Akademie. Wollen die drei eventuell mit mir reden? Nur welche vom alten Team wollen mit mir reden, also von dem Team Star. Ich gehe mal vor die Tür und teleportiere mich dann eventuell nach Kitakami oder an die Blaubeerakademie und guck mal, ob ich mit denen noch reden kann. Okay. Ich stehe jetzt hier am Haus von Jo und der anderen, ne? Ich will mal eben kurz hier mit denen reden. Auf jeden Fall, Naomi will was von mir. Haben wir Festoutfits. Okay, hier will aber sonst keiner was.
So, ich gucke hier mal auf dem Zimmer von. Ich kann zum Zimmer von Jo und von Hannah. Ich gehe mal zu beiden Zimmern. Schade, Jo ist nicht hier. Hannah ist auch nicht daheim. Sind sie vielleicht in der Liga AG? Ja, hier ist Jo. Hallo. Ich hätte nur gerne auch mit Hannah geredet. Okay. Also was das DLC angeht, sind wir durch. Storytechnisch kommt nichts mehr. Wir haben storytechnisch alles abgeschlossen, was man abschließen kann. Es gibt aber noch eine Sache, die wir machen können. Da hat Kai mir auch gesagt, dass es was Besonderes ist. Und zwar gibt es hier einen Geheimboss, den habe ich nebenbei irgendwann freigeschaltet, während ich mit Kai die Missionen gefarmt habe. Ich gehe gleich übrigens, nachdem ich das hier gemacht habe, nochmal zu Mr. Mumpf und hole mir ab, was ich abholen kann. Und zwar der Geheimboss der Blaubeerakademie. Die Person, die unter Einsatz von BP die meisten Gäste in unserem Hort des Wissens lockt, verdient sich das Anrecht auf einen Kampf gegen den Geheimboss der Blaubeerakademie. Den Kampf will ich noch machen und dann hole ich mir noch alles ab, was ich bei Mr. Mumpf gerade abholen kann. Ach, ich darf noch nicht, okay. Stimmt, Kai hatte mir gesagt, ich müsste eventuell einen Mentor einladen. Oh, da habe ich auch immer noch was zu tun. Komm her, Nimila. Und ja, ihr hört richtig, ihr hört hier die ganze Zeit das Lied vom Maskenfest. Ah, okay, ich darf das mit dem Geheimboss noch nicht machen. Mit dem Geheimboss, ich glaube, ich muss die Mentoren dafür alle einmal besiegen, aber das wäre jetzt nichts, was ich unbedingt onscreen machen würde. Dann holen wir uns das Zeug von Mr. Mumpf ab und ich bekämpfe offscreen die ganzen Mentoren mal. Für das, was jetzt Mr. Mumpf mir gibt, habe ich mich übrigens mal wieder aus dem Bild gepackt. Ich habe sehr viele Gruppenmissionen mit ihnen gemacht. Ein Necrozma-Snack. Lecker. Den Legendary Hunt, den wird es demnächst noch geben, Leute. Ich will erstmal gucken, dass ich wirklich alles zusammensammle dort. Und ich weiß noch nicht, wie ich die Folgen dort gestalte in Hinsicht auf Länge. Eventuell mache ich auch einfach alle in einem Stück. Ein Ho-Oh-Snack.
Der hat's aber auch mit den Wasserfällen. Oh, Hulkwasser. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Weißt du, wie viele Felswände es gibt? Ja, hätte ich auch. Die Geschichten, die er erzählt, sind halt wirklich ein Hinweis darauf, wo man die ganzen legendären Pokémon findet. Ich hole jetzt hier so viel ab, wie ich abholen kann. Graudon. Wahrscheinlich irgendwo in der Wüste. Ah, ich weiß wo. Ich glaube, das war kein freundlicher Gruß. Ich habe sehr viel mit Kai gemacht. Ich habe hier übrigens auch das Gefühl, dass das auch wieder so editionsgemäß unterteilt ist, weil ich habe nur Latios den Snack bekommen, aber nicht Latias. Obwohl Kyogre und Groudon habe ich ja beide bekommen, also stimmt dann auch irgendwo nicht. Vielleicht kriege ich ja die ganzen noch. Warte, er hat erst die 9 und dann die 8 vorgelesen? Oder habe ich was in den Augen? Polaros? Polaros sagt mir gerade irgendwie nichts. Nee, ich hatte was an den Augen offenbar. Zeuger Leo? Die ersten Sätze von ihm sind immer gleich. Kyurem auch noch. Ich muss mir für den Legendary Hunt auch noch alle Infos notieren, die ich von ihm bekomme.
Also alle wichtigen. Ja, Solo-Missionen sowieso kein Thema. Phantoros. Das sagt mir gerade halt auch nichts. Ich kenne das Pokémon wahrscheinlich. Ich komme gerade nur nicht drauf. Irgendwie haben fast alle deine Geschichten mit Bergwandern zu tun. Wie gesagt, die Solo-Missionen sind sowieso kein Thema. Man muss um die 10 Solo-Missionen, beziehungsweise sogar 30 abschließen, um eine Gruppenmission zu bekommen. Also. Und ihr habt ja gesehen, wie viel ich an Gruppenmissionen bekam. Warum hast du keine Bergsteigeruniform einfach an? Mit dem Sandsturm ist 100 pro die Wüste gemeint. Es gibt ja in Paldea nur eine einzige Wüste. Sobald ich fertig hier habe, zähle ich auch die Snacks. Außer er sagt mir sowieso, ich habe alle Geschichten erzählt oder irgendwas in der Art. Ja, den Teil kannst du dir schenken. Ja, manche von den Pokémon sind ja auch wirklich sehr zutraulich und Menschen zugeneigt. Auch von der Story her, in Anime selber. Aber versucht euch nicht mit Mewtwo anzufreunden, das geht in die Hose. Also ich weiß ja, durch die Online-Infos 25 müssten es sein. Ach, da ist der Latias-Snick. Na gut, da ist ja eindeutig Fu. Den Latias-Film, den fand ich richtig toll. Aber was die Serie angeht, mittlerweile irgendwie finde ich die lame. Also die ersten Staffeln der Serie an sich waren noch gut, aber ab irgendeinem Punkt, spätestens bei Sonne, Mond, war es bei mir mit der Serie geschehen. Da fand ich das irgendwie nicht mehr so gut.
Entschuldigung, dass ihr jetzt hier hauptsächlich nur das hier seht, aber es ist ja auch irgendwie eine Vorbereitung auf den Legendary Hunt. Mit dem DLC selbst sind wir jetzt fertig. Ja, Sekrom ist auch ein cooles Pokémon. Okay, offenbar scheine ich, was mit Solo-Missionen angeht, alles abgeschlossen zu haben. Weil der sagt mir nicht, dass ich irgendwie noch Solo-Missionen bräuchte. Nein, lass mal stecken. Okay, ich komme wieder ins Bild zurück. Ich merke mir eine Gruppenmission. Das heißt, ich muss mit Kai auf jeden Fall nochmal hunten gehen. Einen Moment. Da sind sie. Hier. Jetzt zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, ich habe noch einiges vor mir. Den Legendary Hunt, den starte ich halt auch wirklich erst, wenn ich alles nix habe. Wie gesagt, ich weiß, dass es... ach nee, hier sind ja noch ein paar. Ich glaube, 14 waren wir. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay, dann sind es nur noch zwei. Habe gerade sicherheitshalber sogar nochmal gezählt. Also zweimal kann ich von ihm noch Missionen abholen. Also... ich gucke, dass ich die auf jeden Fall noch fertig bekomme. Wie gesagt, ich muss mit Kai mindestens einmal nochmal auf Pokémon-Jagd gehen und da die ganzen Missionen machen. Das wird aber noch eine Weile dauern. Auf jeden Fall. Kurz noch Gespräch darüber. Ich wollte ja nochmal drüber reden, hier die DLCs. Das jetzt, was ich jetzt gerade hier abgeschlossen habe, noch mitgerechnet. Dass ich da so ein bisschen noch zu sage, was ich jetzt da am besten fand und was nicht. Also was die Story angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, das mit Ogapon war meiner Meinung nach das coolste von allen. Das hatte eine richtig traurige Hintergrundgeschichte, die ins Gerade gerückt werden musste von Ogapon. Das war richtig schön. Das Terrapagos DLC, also das mit der blauen Scheibe, ich fand, das konnte man jetzt gerade ja auch sehen, viel zu sehr von diesen Missionen abhängig, dass man das abschließen kann. Also das ist wirklich so eine riesige Zeitschinderei, das zweite DLC. Deswegen ist das bei mir ganz hinten. Terrapagos ist ganz cool, aber das DLC selber bis zum Punkt, bis man bei Terrapagos ankommt, ist irgendwo langweilig. Vergleichsweise mit den anderen. Versteht nämlich nicht falsch. Es ist cool. Aber im Vergleich zu den anderen ist es schlecht. Es ist auch nur ganz leicht schlechter als die Hauptstory. Weil... da hat es mir gefehlt, dass man da wirklich so einen Leitfaden hatte. Wo gehst du jetzt am besten hin? Also, wenn man wirklich gar keine Hintergrundinfo hatte, du wusstest ja echt gar nicht, zu welchem von dem gehe ich jetzt als erstes. Und ja, dann bist du beispielsweise hier, ja, ich gehe mal eben kurz von der jetzt hier hoch. Und wer das gemacht hat, der hat so einen Arschtritt kassiert. Weil man da einfach gar keine Chance hatte, da hat mir halt wirklich der Leitfaden gefehlt. Und deswegen fand ich das nicht ganz so geil. Außerdem hat diese Story sich ewig lang angefühlt im Vergleich zu vorherigen Spielen. Weil man hatte nicht eine Story, man hatte gleich drei. Aber wie ich da schon mal gesagt hatte, das mit der Zeitmaschine selbst, das war auf jeden Fall cool. Aber ich finde, was den Storystrang da mit dem Weg des Schelms, Straße und Legende, das fand ich echt zum Kotzen. Und dass es da keinen Leitfaden gab.
Auf Platz 2 übrigens, auch wenn es jetzt sehr kurz war, dieses DLC, ich fand das DLC, was wir jetzt gerade eben beendet hatten, so bei mir ungefähr vor 20 Minuten, fand ich richtig geil. Ich finde es nur schade, dass es ein bisschen zu kurz war. Ich würde es eigentlich sogar quasi gleich ranken mit der eigentlichen Story an sich. Wie gesagt, das DLC, das zweite, das fand ich, war viel zu sehr von diesen Missionen abhängig. Weil man musste die ganze Zeit diese BP farmen. Hätte ich keinen gehabt, der das schon gemacht hätte, hätte ich ewig lang hier Punkte farmen müssen, nur um die Starter freizuschalten. Und die muss man dann auch noch ewig lang suchen, weil es dauert echt lang, die zu finden. Kai und ich haben für den einen oder anderen wirklich Stunden gebraucht, damit der endlich erschienen ist. Also ja, deswegen ist das bei mir ganz hinten. Das einzig Coole an dem DLC, oder besser gesagt, das Coolste daran ist Terrapagos, aber das war's auch schon. Und das ist so gesehen jetzt mein Ranking. Nochmal, türkisgrüne Maske, Platz 1. Danach dieses Momo-Dance-Event hier, beziehungsweise die Bonus-Episode. Ich zähle es auch als eine eigene Story. Auf Platz 3 die eigentliche Story an sich. Und wie gesagt, die blaue Scheibe hat mich jetzt nicht so überzeugt. Das Coolste war Terrapagos, aber beispielsweise mit Matt, das war so unnötig, mit diesen Sandwich zusammensuchen oder das Quiz von der einen da. Die hätten mich da auch direkt den Kampf machen lassen können. Was ich cool fand, natürlich, dass man mit Miraidon, ich kann sie leider nicht rufen, jetzt frei fliegen kann. Das fand ich auf jeden Fall cool. Und dass man den Terrakristall-Orb jetzt auch nicht mehr bei der Pokémon-Station aufladen muss. Dass man jetzt wirklich immer Terrakristallisieren kann. Aber wenn ich solche Missionen da sehe, dann denke ich mir einfach nur, warum? Vor allem, du musst halt wirklich 3x10 Missionen machen, die durchgehend immer und immer wieder dasselbe sind. Dich zwingen, Pokémon zu fangen, die du gar nicht haben willst. Und das ist einfach nur nervig. Es gab eine coole Mission, die da drunter war. Das war so Ditto-Blöcke suchen. Das hat so Spaß gemacht, aber das war auch das einzige davon. Ich werde jetzt noch gucken, dass ich mit Kai die letzten Missionen so mache. Ich muss ja nur noch zweimal hier von denen Snack bekommen. Und dann habe ich es ja. Ich werde seine Gespräche, seine letzten zwei, dann einfach offscreen aufnehmen. Beziehungsweise einfach nebenbei, dass ich es dann direkt bei der nächsten Folge einfach abspiele. Und nachdem ich den Legendary Hunt gemacht habe, wird es dann auch ab und zu, ich erwähne es ein zweites Mal, ab und zu, nicht direkt und auch nicht am laufenden Band, auch mal Versus-Folgen mit Kai zusammen geben. Sunny wäre auch eine Option, aber wartet nicht drauf. Also bis ich Sunny mal hier von die Kamera kriege, da friert eher die Hölle zu. Weil der hat das Spiel, nachdem er es gekauft hat, nicht mehr angefasst. Der hat einen Orden vielleicht gemacht. Also ja, deswegen haben wir uns auch keine Hoffnung drauf gemacht, von ihm die Pokémon zu bekommen, die wir über Karmesin kriegen. Kai hat leider Gottes auch nur Purpur. Aber er hatte ja seine Connections. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Nächstes Mal den Legendary Hunt. Ich weiß noch nicht, ob ich da einfach alle an einem Stück mache oder ob ich das in mehrere Parts unterteile. Mir wäre halt wirklich lieber alle an einem Stück. Das wäre dann aber wahrscheinlich eine irre lange Folge. Oder zumindest für mich wäre das wahrscheinlich mindestens 3 Stunden. Da schätze ich jetzt grob, es könnten sogar mehr sein. Vor allem, es sind eigentlich 26, weil ich weiß, dass noch in der Kuppel selber auch noch irgendwo ein legendäres Pokémon, ein altes rumrennt. Dafür muss man aber was Bestimmtes machen. Und mit dem Geheimboss werde ich mich auch nochmal offscreen informieren. Also ja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns jetzt beim nächsten Mal wieder. Ich habe euch genug einen von Latz gelabert. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal.